Herzlich willkommen, meine lieben Freunde da draußen, zu einer neuen Staffel, zu einem neuen Let's Play, zu Avon Colony. Ich grüße euch da draußen, habt einen wunderschönen Tag heute, hoffe ich doch. Und ich freue mich, heute mit euch hier mal kurz reingucken zu können. Alles auf sehr hoch, Audio habe ich ein bisschen angepasst, soweit zu dem Thema. Und ich, meine Lieben, freue mich jetzt mal wieder ein bisschen reinzugucken, ein bisschen neu reinzugucken. Und mal ein bisschen wieder zu schauen, was hier so abgegangen ist in der Zeit, wo wir weg waren. Wir sind Kolonie-Gouverneur. Neues Spiel. Welcome to the Avon Expedition. As the governor of humanity's first colony outside the solar system. Okay, Open World können wir hier nehmen. Das ist klar, die kennen wir schon. Die kennen wir, glaube ich, noch nicht. Und da gibt es nochmal Valley of Death. Da gibt es so viele neue Eden Star. Den kennen wir noch gar nicht. Ich würde sagen, wir machen mal Kampagne. Welcome to the Avon Expedition. As the governor of humanity's first colony outside the... Wir bauen mal eine... Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir starten da jetzt mal rein. Das ganze Ding wird so ein paar Folgen lang gehen. Nicht ewig. Das also als vollständiges Let's Play würde ich das jetzt noch nicht bezeichnen. Vielleicht in der Zukunft. Wir wissen es noch nicht. Aber jetzt... sind wir erstmal in Sandy Gulch. Baue und versorge eine existenzfähige... Okay. Hey, da fährt er. Schieb. Welcome to the Sandy Gulch Colony, Governor. Hallo. This colony has... Commander, I've got a situation here. What is it, Calandra? I'm exploring the cave networks around the colony. And I think I saw something. There was a... Calandra. Calandra, you are not authorized to go exploring. Jack has the sole authority to authorize expeditionary missions. Okay. Calandra, what's happening down there? Calandra, do you copy? Her transponder stopped. She's in trouble. Jack? Jack, are you online? I'm here, Vori. Jack, I need you to get down to the Sandy Gulch colony with a medevac unit immediately. Calandra decided to go on an unauthorized exploration mission. Oh, no. That's not what we need right now. Yeah. My feelings exactly. I'm sending you the last known location of her transponder signal. I'm on my way. All right, Governor. Looks like we've got a situation on our hands. Do what you can to grow the colony. I'll let you know what you can do to help. Okay. Neue Mission verfügbar. Your colonists have been informed of your arrival and are eager to see what's... Okay, wir sollen geothermal... Wow, das schaut jetzt so geil aus. Schau dir mal das an, wie cool das aussieht. Mega, oder? Mega, mega, mega. Das gefällt mir unheimlich gut. Schaut mal her. Geil. Okay, also unsere Aufgabe ist jetzt erstmal einen Geothermalgenerator zu bauen. Den werden wir auch hier bauen. Da werden wir gleich mal die ersten Schifflines rausschicken. Okay. Wir haben auch ein weiteres Problem. Wasser und Nahrung sind so Themen. Und hier werden wir auch noch runtergehen. Ich will bloß nicht zu viel auf einmal machen. Das ist schon mehr, als ich machen sollte eigentlich. Okay, hier oben haben wir noch was. Da reichen meine Drohnen nicht hin. Das kennen wir schon. Da ist die Reichweite ganz knapp draußen. Okay, alles klar. Alles klar. Wir versuchen die Sache jetzt mal langsam ans Laufen zu bekommen. 9 Naniten haben wir bekommen, das ist eine gute Sache. Denn wir produzieren auch keine. Können wir irgendwo Bergbau anstoßen? Hier vielleicht? Lasermine, Nanitenprozessor. Den werden wir auf jeden Fall brauchen. Aber warum kriegen wir hier, warte mal. Geothermale Spalte? Warum kriegen wir keine... Muss auf ein Mineralvorkommen gesetzt sein. Und wir haben hier aber gar keins, oder? Doch, da ist einer. Und hier sind auch welche. Eisenvorkommen. Das heißt, hier unten sollten wir uns hinentwickeln. Wow, Windturbine. Okay, das ist jetzt neu. Okay, also mal gucken. So, bis hier hinten bauen wir jetzt erstmal ein bisschen aus. Okay, eine Wasserpumpe sollen wir bauen. Nach Möglichkeit hier wahrscheinlich in der Nähe.
Aber wir oben kriegen wir mehr Wasser raus. 9. Machen wir mal, wir nutzen mal diese Gelegenheit hier, weil hier ist alles relativ sandig. Hier ist trocken. Hier oben ist schon ganz schön gut eigentlich. So, nehmen wir mal das mal in Kauf. So. Die Wasserpumpe, wie gesagt, die bauen wir auch. Aber ich brauche hier auf jeden Fall Ressourcen, um dahinter zu kommen. So. Dann haben wir nämlich jetzt erstmal, weil ich muss jetzt schauen, dass wir hier mal langsam eine funktionsfähige Kolonie herbekommen. Und das geht halt nur, wenn wir hier, ich sag jetzt mal, halbwegs eigene Naniten herstellen können. Ich will mich nicht auf unsere Meister hier verlassen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das könnte in die Hose gehen. So, Wasser kriegen wir und wir brauchen Nahrungsmittel bei Gelegenheit. So. 10 Naniten auf die hohe Kante. Oh nee, echt. Okay, machen wir das auch nochmal. Das geht jetzt zwar voll auf unsere Naniten, das habe ich jetzt den... Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen, okay. Bin halt doch manchmal blind. Wohngebäude ist klar. Wie schaut es hier hinten aus? Ja, Synthese von Naniten wird hier in Arbeit. Gucken wir mal. Neue Mission ist verfügbar. Okay, wir brauchen da auf jeden Fall mehr dafür. Eine neue Plantage. Machen wir mal hier oben noch hin. Machen wir hier 2 Plantagen mal her. Was ist das? Der ist gehört? Diese Löcher machen mich kirre. Okay. Raumfahrtgebäude, okay, ein Zuwanderungszentrum, das ist alles soweit klar. Energiespeicher ist auch klar. So. Oder Gewächshäuser. Ah, okay. Haben wir schon. Da wächst die Suppe. So, wir haben immer noch zu wenig Wasser. Warte mal ganz kurz. Wir haben doch hier oben den Wasserspeicher gebaut. Den können wir doch aufrüsten. Das machen wir mal. Da schicken wir mal eine Ladung Drohnen hin. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wie viel haben wir? Synthese. Nutzung 8. Effizienz 50%. schnellere Umwandlung. Machen wir. Und dafür rüsten wir hier an diesen Stellen auch nochmal auf. Und bauen dann hier nochmal ein bisschen weiter. Ich will ein bisschen weiter expandieren, das ist mir wichtig. Ich möchte gucken, dass unsere Kolonie in der Stelle hier ein bisschen aufwächst. Oh, warte mal, ich habe die falschen Farmen gebaut, oder? Wir haben Gerste angebaut. Das hätten wir anbauen sollen. Okay, das ist aber jetzt kein Schaden für uns. Und zwar, wir werden an die Erweiterung hier denken. Verteidigung, Blitz, Plasmaturm, was? Ah ne, das geht ja hier vorne. Oder? Megabauten, das kennen wir alles soweit. Das kennen wir auch noch. Aber da gehen wir nach und nach dann Stück für Stück dahin. So, dann wollen wir halt... Okay. Hier zieht gerade ein Sandsturm oder sowas drüber. Kann das sein? Es wird ein bisschen frostig. Wie schaut das Jahr aus? Wo sind wir gerade? Der Winter kommt. Geschehen in Sol 1, Herbststunde 11. Okay. Okay, wir kriegen keine Nahrung rein, wenn wir jetzt quasi nicht Gas geben hier. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir nochmal eine Farm anbauen. Damit wir das Essen noch reinbekommen.
Und wir sollten auch nochmal dann gucken, dass wir mehr Wasser herbekommen. Und wir sollten auch nochmal gucken, dass wir einen Außenposten bzw. der Habitatzonen aufbauen. So, jetzt gucken wir mal schnell Handel, Kolonie, Ressourcen. Hier werden dann Nieten gefertigt. Okay. Wohnungen haben wir hier. Lebensmodule. Beschäftigungsoverlay. Und da sehen wir, die hier, die gehen ganz schön weit darüber. So, ein niedriges Essen. Wir haben wenig Nahrung hier aktuell. Da kommt ein Raumschiff gerade. Hier fliegen Raumschiffe durch die Erkundungsmissionen halten. Ach, guck an! Bori, do you copy? I've got the extractor and I've arrived at the location of the transponder. I copy, Jack. Okay, I think I see her. Something at the bottom. I see a body. She didn't go far. Is it Calandra? I see the exosuit, so it's gotta be her. I'm gonna get out and do a scan and help load her into the extractor. Roger that, Jack. Es friert draußen ganz schön heftig. Wow. Ach du Scheiße. What the hell was that? It appears to be some sort of giant worm creature. That thing was not one of the species in our expedition briefing. Well, it seems to live underground, so it's no surprise that our scanners didn't pick it up. Should I be worried about that thing? My scanners indicate that it appears to move in a separate tunnel network from the one you're in right now, so I think you're safe. I'll keep an eye out, but you'd better hurry it up just in case. I appreciate that. I'll make this as quick as I can. You see, Governor? This is why we don't go on unauthorized exploration missions on an alien planet. Especially not without proper clearance and backup. I'm sure you're not the sort of person who would engage in that kind of reckless behavior. Nachschubskapsel verfügbar? Okay. Der Beauftragte einer Nachschubkapsel. Okay. Okay, dieses Signal markiert den Landeplatz für eine Nachschubkapsel mit Nahrung, Wasser und Naniten. Sie wird gerufen, um folgende Ressourcen hinzu. Probieren wir doch mal. This behavior, but do make sure your colonists are aware of the danger of these sorts of spontaneous field trips. So, und das können wir jetzt auch alles bergen, oder? Oder nicht ganz? Hier kommt eine Nachschubkapsel. Wie geil! Okay, die recyceln wir natürlich auch, ganz klar. Das können wir leider nicht mehr weiter aufbauen, aber das würde schneller gehen, wenn hier mehr Arbeitskräfte landen. Das heißt, wir bauen jetzt mal hier ein kleines Wohngebäude her, um hier unsere Leute ein bisschen besser unterbringen zu können. Und wir sollten uns natürlich auch um Lüftung kümmern, denn das, meine Lieben, wird irgendwann ein Problem werden. Obwohl, nein, Moment. Erst wenn hier Bedarf entsteht. Und die Luftqualität ist hier gut. Das bedeutet, wir werden jetzt mal Folgendes tun. Unterstützt die Verteilung von einheimischen Pflanzen gesteckt für stärker die Moral, Gesundheit, Produktivität deiner Kolonisten. Okay. Das machen wir mal. Verstärkerausgabe. Einer wohnt jetzt hier. Und jetzt sollten wir natürlich auch gucken, dass wir ein Zuwanderungszentrum hier in die Kolonie bauen. Damit neue Leute hier zuwandern können. Und jetzt müssen wir dann mit der Energie langsam ein bisschen aufpassen, denn da kommen wir lang auch dann irgendwann an die Grenzen. So, wie viel Erz haben wir denn aktuell? In Kolonieinventar.
Okay. Pottasche. Kann Nahrungsanbau und Farmen Gewächshäuser beschleunigen. Nein, ich will die Naniten haben. So. Okay. Okay. So. Also das kommt hier gerade extrem heftig rein. Meine Lieben, ich werde den Ton an der Stelle dann ein bisschen leiser machen, die Umgebungsgeräusche. Und wir stoppen mal ganz kurz, damit wir die neue Mission in der nächsten Folge mal angucken können. Bis dahin, habt eine tolle Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.